Ihre Partei hat in Thüringen ein historisch gutes Ergebnis eingefangen und in Sachsen sieht es jetzt auch noch so aus, als sei theoretisch der Sieg noch möglich. Da liegt man ganz hauchdünn nach aktuellem Stand hinter der CDU. Trotzdem werden Sie nicht regieren können, weil niemand mit der AfD regieren möchte. Wie sehr frustriert Sie das heute Abend? Also, das frustriert mich überhaupt nicht. Ich freue mich zuallererst über unseren historischen Wahlerfolg. Wir sind zum ersten Mal stärkste Kraft geworden bei den Landtagswahlen. Wir liegen jetzt derzeit sogar 10% vor der CDU in Thüringen. Und wir sind nur noch 0,1% in Sachsen auseinander von der CDU. Also, wir haben hier vom Wähler einen ganz klaren Regierungsauftrag bekommen. Wir binden 30% der Wähler und sind ein entscheidender Faktor. Der Wähler möchte, dass wir in die Regierung sowohl in Thüringen als auch in Sachsen kommen. Und das kann man nicht ignorieren. Ich glaube, dass die CDU auch strategisch Schwierigkeiten bekommen wird. Schauen wir uns Thüringen an. Wenn sie nicht mit der AfD zusammengeht wegen dieser Brandmauer, dann hat sie nur noch die Option, mit linken Parteien zusammenzugehen und dementsprechend linke Politik zu machen. Das lässt sich in einem Koalitionsvertrag nicht abbilden. Das würde auch jede Regierungskoalition vor eine Zerreißprobe stellen. Und das lässt sich auch nicht durchhalten. Also ich sage ganz klar, dass ohne die AfD überhaupt gar keine stabile Regierung mehr in Sachsen und Thüringen möglich sein würde. Das sagen Sie, und doch deutet bisher ja nichts darauf hin, dass die anderen Parteien ihre Positionen ändern. Wir werden gleich bei Herrn Spahn nachfragen, aber auch Frau Wagenknecht hat heute Abend bei uns im Sender noch mal gesagt, mit diesen Leuten kann man nicht koalieren. Also Sie müssen ja anscheinend irgendwas ändern. Haben Sie vor, vielleicht die Rechtsradikalen aus Ihrer Partei zu drängen, um salonfähig zu werden? Oder wie wollen Sie die AfD ändern, um regierungsfähig zu werden? Also ich glaube, dass wir schon regierungsfähig sind. Schauen Sie sich unser Ergebnis an. Ja, aber bei den Koalitionspartnern ja offenbar, oder bei den potenziellen Koalitionspartnern ja offenbar aber, nicht. Aber der einzelne Wähler ist der Souverän und das sind nicht die Parteien. Und der Wähler hat hier ganz klar entschieden, hat die AfD zur stärksten Kraft in Thüringen gemacht. Und dementsprechend ist hier ein ganz klarer Regierungsauftrag, den Sie nicht ignorieren können. Das lässt sich dauerhaft nicht durchhalten, ist nicht möglich. Die CDU kann gerne mit den linken Parteien zusammengehen, aber dann wird sie die Quittung das nächste Mal bekommen. Das stellt auch Friedrich Merz für die Bundestagswahlen vor erhebliche Probleme, wenn dort Grün-Linke, also Grün ja nicht mehr, also eben linke Koalitionen gebildet werden. Das können Sie dem Wähler auch nicht verkaufen, wenn Sie vorher Wahlkampf mit AfD-Position machen.